Ich muss in die Apotheke, weil ich Kopfschmerzen von gestern hab. Dann öffne ich die Tür und meinen Müll habe ich auch dabei. Den muss ich jetzt wegschmeißen in diese Tonne hier. Es ist recht heiß. Ich glaube, ich habe mich zu warm angezogen. Vielleicht hätte ich besser mal die Jalousien hochgelassen vorher, um zu schauen, wie heiß es heute ist. Sehr heiß. Dann versuche ich, die Kamera an meinem Lenker zu befestigen. Mit Klebeband. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich glaub schon. Ich trage einen Pullover. Es ist heiß, 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 heiß. Jetzt hält es vielleicht, das ist meine Hand. Ich glaube, es hält. Dann pack ich meine Sachen ein und dann fahre ich bald los. Jetzt fahre ich bald los. Es geht los. Vielleicht gleich geht's los. Hier seht ihr die Europaallee. Ich fahre auf dem Trottoir, das darf man eigentlich nicht. Vielleicht fahre ich wirklich nicht so gut Fahrrad und die Kamera ist schräg. Vielleicht war die Buße der Stadtpolizei gestern gerechtfertigt. Ich wurde gebüßt, weil ich auf dem Trottoir gefahren bin. Und hier ist Wallo, ein Asphaltlaster. Er asphaltiert die Europaallee. Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und ich fahre daran vorbei, auf dem Weg zur Apotheke. Ich könnte auch an die Apotheke, in die Apotheke an der Langstraße gehen. UBS. Aber ich bin ein bisschen traumatisiert, weil dort gestern in der Nähe die Polizei gewartet hat. Und hier hängen immer ganz viele Expats rum. Ganz viele Expats, ganz viele, ganz viele. Bald müsste die Apotheke kommen. Oh yeah. Streichen, Fahrradfahren. Und wir sind da. Wir sind da. Ja, jetzt muss ich die Kamera vom Lenker wegnehmen. Hoffentlich kriege ich das nachher wieder so hin. Und wir gehen in die Apotheke hinein. Die sind immer sehr freundlich, die Apothekerinnen und Apotheker. Und dann fragen sie, ob man das Medikament versteht. Aber ja, ich weiß, was ich bestellen muss. Algifor-Kapseln, weil das sehr schnell wirkt. Und dann sage ich noch, ich weiß man nicht, ob man es hört, aber ich bestelle dann noch eine Packung. Ja, ich nehme sonst gerade noch eine Packung. Ja. Ja, vielleicht ist es auch an einer anderen Stelle. Nein, ist es nicht. Jetzt ist das Bild halt dann ein bisschen langweilig. Instrumental Part. Thank you.
Tablettenmittel von oben herunter und runter geworfen werden. Und dann frage ich sie, ob sie ein Wasser hat, weil ich möchte sofort eine zu mir nehmen. Und dann kommt mir in den Sinn, dass ich ja zu Hause schon 3 der Falgan-Brausetabletten zu mir genommen habe. Hoffentlich passiert nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes, oh. Jetzt geht's wieder raus aus der Apotheke. Baby Doll, you need more Rock'n'Roll. Baby Doll, you need more Rock'n'Roll. Baby Doll, you need more Rock'n'Roll. Das ist meine Hand, weil ich muss die Kamera jetzt wieder ankleben. Die Kamera jetzt wieder ankleben. Oh, Rettentiere, Ferien. Save the holidays. Und jetzt, Baby Doll, you need more Rock'n'Roll. Wir fahren wieder nach Hause. Nach Hause. Nach Hause. Und wir fahren wieder den gleichen Weg wie vorher. Dann geht bestimmt nichts schief. Oh, das war knapp. Ich laufe einfach nicht so gerne. Ich bin sehr geizig mit meiner Zeit. Deshalb nehme ich immer das Fahrrad auch für kurze Strecken. Und hier ist wieder Valo, der Asphaltierer. Ich fahre eigentlich schon gern Fahrrad. Und ich wurde in meinen 6 Jahren oder 7, die ich jetzt hier wohne, auch noch nie gebüßt. Deshalb bin ich schon ein bisschen überrascht. Aber man muss einfach weitermachen. Wieder aufsteigen. Wieder auf dem Trottoir Fahrrad fahren, wenn es nicht anders geht. Das ist, hier wohne ich. Das war mal gelb vorher, jetzt haben sie es rot gestrichen. Geschmackssache. Wartet nur, bis ihr den Innenhof seht. Aber das, davon singe ich euch ein anderes Mal ein Lied. Und jetzt muss ich die Kamera wieder wegnehmen und meine Sachen, meinen Schlüssel suchen. Bis ich meinen Schlüssel gefunden habe, da ist er. Und dann nehme ich die Kamera weg. Dann nehme ich die Kamera weg. Und dann schließe ich meine Wohnung auf. Oh yeah. Ich gehe die Treppe hoch. Nein, ich nehme den Lift, weil ich hallo, das bin ich, hallo, hallo, jetzt fahren wir in den 3. Stock. Hier bin ich mal stecken geblieben, am 25. Dezember, für eine halbe Stunde, und das ist der Estrich, sage mir nicht. Ich schließe auf, aber es ist schon offen. Und ich gehe in meine Wohnung und ja, was ist denn mit diesem Fenster los? Ja, was ist denn mit diesem Fenster los? Was ist denn mit diesem Fenster los? Ende.